Zucker ist ein wichtiges Welthandelsprodukt. In klimatisch gemäßigten Ländern, vor allem in West-, Mittel- und Osteuropa sowie in den USA, China und Japan, wird der Zucker aus Zuckerrüben gewonnen. In tropischen und subtropischen Anbaugebieten aus Zuckerrohr. Das Endprodukt ist dasselbe. Bereits 8000 vor Christus wurden Zuckerrohrfunde nachgewiesen. Andreas Sigismund Markgraf entdeckte 1747 den Zuckergehalt in der Zuckerrübe. Heute ist Zucker in den unterschiedlichsten Formen und in einer Vielzahl von Speisen und Getränken enthalten. Zunächst denkt man natürlich an Süßspeisen, doch auch im Ketchup, Salatdressing, Soßen und vielem mehr ist Zucker enthalten. Ja, sogar in der Medizin wird Zucker eingesetzt. Man denke zum Beispiel an Globuli in der Homöopathie. Zucker versüßt in Maßen genossen im wahrsten Sinne des Wortes das Leben. Durch das Ausschütten von Insulin in der Bauchspeicheldrüse steigt der Serotoninspiegel und damit auch die Laune. Die Zuckergewinnung erfolgt in unseren Breiten ausschließlich aus der Zuckerrübe. Die Planung für den Anbau erfolgt schon Jahre zuvor im Rahmen der Fruchtfolge, spätestens jedoch ein Jahr davor mit der Bodenuntersuchung und Bodenvorbereitung inklusive Gründeckenaussaat. Wir können durch die Zuckerrübe die Fruchtfolge wesentlich auflockern und haben dadurch eine wesentliche, also auch bodenverbessernde Wirkung, können wir dadurch erzielen. Und natürlich die Vielfalt in der Natur ist immer auch etwas wert. Im Frühjahr erfolgt der Anbau der Zuckerrüben mittels moderner Einzelkorn-Sämaschinen. Entscheidend dabei ist die exakte Ablage des Saatgutes, um gleichmäßige und vollständige Pflanzenbestände zu erreichen. Sobald die Rüben aufgelaufen sind, ist es wichtig, die richtigen Maßnahmen für eine erfolgreiche Unkrautbekämpfung zu setzen. Die Landwirte werden im Rahmen von Feldbegehungen dahingehend beraten. Die Rübe wird natürlich dann bedrängt von diesen Unkrätern. Man muss schauen, dass man dieses Unkraut beseitigt, dass die Rübe Platz, Licht und da die Nährstoffe aufnehmen kann und dass er keine Behinderungen dann bei der Ernte und Verarbeitung gibt. Bei günstigen Bedingungen entwickelt sich die Rübenpflanze relativ schnell und erreicht Ende Mai den Reihenschluss, das heißt, die Blätter bedecken die gesamte Bodenfläche. Ab diesem Zeitpunkt benötigt die Rübe eine ausreichende Wasserversorgung. In niederschlagsarmen Regionen, zum Beispiel im Seewinkel, ist es notwendig, zusätzlich zu bewässern. Wir sind leider in einem trockenen Gebiet, wo wir im Durchschnitt der Jahre mit 500 mm Niederschlag rechnen können. Und die Rübe würde aber lieber 650 mm vertragen. Im Sommer können Pilzkrankheiten die Rübenblätter schädigen und dadurch Ertrags- und Qualitätsverluste verursachen. In erster Linie ist es sehr kostbarer. Aber dafür haben wir Rübenbauern, die für uns die Beobachtungen machen. Wir wollen nicht als vorbeugend gegen die Zerkostbare spritzen, sondern dann, wann die ersten Punkte sichtbar sind erst. Dass man wirklich gezielt bekämpft und nicht unnötig schon zu früh dran ist. Die Befallsstärke ist abhängig vom Infektionsdruck, der maßgeblich von Luftfeuchtigkeit und Temperatur bestimmt wird. Agrana hat eine Internetplattform eingerichtet, wo der Landwirt alle aktuellen Daten betreffend Infektionen abrufen kann. Bis Mitte September ist eine regelmäßige Feldkontrolle notwendig, damit die Blätter gesund bleiben, um durch Assimilation ausreichend Zucker bilden zu können. Im September beginnt die Rübenernte und Verarbeitung. Diese Zeit nennt man auch die Rübenkampagne. Sie reicht von Anfang September bis Mitte Jänner des darauffolgenden Jahres.
Die maschinelle Ernte erfolgt großteils mit 6-reihigen Rübenvollerntern, die die Rüben köpfen, roden und bunkern. Für die Ernte eines Hektars benötigt man ungefähr eine Stunde. Der Ernteertrag pro Hektar liegt bei rund 70 Tonnen. Mit Traktor und Anhänger erfolgt der Abtransport vom Feld auf den nächstgelegenen Rübenlagerplatz. Wir haben im Burgenland 7 Rübenlagerplätze und Rübensammelplätze, auf denen die Rüben abgelagert werden und übernommen werden von der Agrana. Und hier ist es für uns vor allem ganz wichtig, dass wir diese befestigten Plätze haben, weil gerade im Herbst, wenn die Witterung schlecht ist, Feldwege schwer befahrbar sind und auf den Feldern, wenn viel Schmutz und Erde draußen ist, ist das immer eine schwierige Sache zu verladen. Bei der Übernahmestation werden die Rüben verwogen und Proben für die Qualitätsbestimmung gezogen. Diese Proben werden im Rohstofflabor der Agrana Leopoldsdorf aufbereitet und analysiert. Festgestellt wird der Zuckergehalt sowie die Nichtzuckerstoffe Natrium, Kalium und schädlicher Stickstoff. Die Bezahlung der Zuckerrüben erfolgt individuell nach Zuckergehalt und Reinheit. Bei der Entladung wird vom Übernahmepersonal der Schmutzanteil festgestellt. Die individuelle Zuordnung wird zeitgemäß mittels eines Chips durchgeführt und der Weitertransport in die Zuckerfabrik erfolgt größtenteils per Bahn. Die burgenländische Rübe fährt zu rund 75% mit der Bahn in die Fabrik. Auch hier auf diesem Platz wird die Rübe aus Zillingtal per LKW angeliefert und hier in den Waggon verladen. In der Zuckerfabrik Leopoldsdorf erfolgt die Entladung der Rüben. Wasser dient sowohl zum schonenden Transport im Schwemmkanal als auch zur Vorreinigung. Die Rübe wird von Steinen und sonstigen Fremdbeimengungen befreit und gelangt in die Waschmaschine. Dort wird sie für die Weiterverarbeitung intensiv gereinigt. Mit dem Rübenband wird die gereinigte Rübe in die Rübenbunker transportiert, von wo sie in die darunterliegenden Schneidmaschinen gelangen. Die Schneidmaschinen zerkleinern die Rüben in streifenförmige Schnitzel. Diese Vorgänge werden von einer Schaltwarte aus elektronisch überwacht und gesteuert. In der Extraktion wird der Zucker aus den Schnitzeln durch heißes Wasser herausgelöst. Die Nichtzuckerstoffe im sogenannten Rohsaft werden anschließend in der Saftreinigung mittels Kalk und CO2 gebunden und ausgefällt. Das Filtrat wird als Dünnsaft, der Filterrückstand als Carbokalk bezeichnet. Dieser stellt ein wertvolles Bodenverbesserungsmittel dar, das den Feldern wieder zugeführt wird. Der Dünnsaft wird durch Verdampfen von Wasser eingedickt und es entsteht der sogenannte Dicksaft. Der entstehende Wasserdampf wird zur Stromerzeugung genutzt. Der nächste Arbeitsschritt ist die Kristallisation. Der Dicksaft wird in den Kochapparaten weiter eingedickt. Die Kristallisation wird durch Hinzufügen oder Impfen von fein vermahlenem Zucker ausgelöst. Durch weiteres Eindicken wachsen die Kristalle bis zur gewünschten Korngröße. Anschließend folgt das Zentrifugieren. Dabei werden die Zuckerkristalle vom Sirup getrennt. Der abgetrennte Sirup der letzten Kristallisationsstufe wird als Melasse bezeichnet. Melasse stellt einen hochwertigen Rohstoff für die Backhefe- und Futtermittelindustrie sowie für die Alkoholerzeugung dar. Der Kristallzucker wird aus den Zentrifugen kommend im Luftstrom getrocknet, gekühlt und in den Silos eingelagert. In Leopoldsdorf wird der fertige Zucker großteils in loser Form abgegeben. Darüber hinaus wird auch in Big Packs und 50 Kilo Säcken abgepackt.
Bei der Rübenverarbeitung geht nichts verloren. Die ausgelaugten Schnitzel werden abgepresst, getrocknet und pelletiert und als wertvolles Viehfutter verkauft. Agrarer und die Rübenbauern sind vertraglich eng aneinander gebunden durch die Zuckermarktordnung und die jährlich neu zu verhandelnden Branchenvereinbarungen. Die Rübenbauern vertreten die Interessen der Landwirte auch gegenüber der Agrarer. Wir haben mit Agrarer eben die Verbindung, dass Agrarer aus den Rüben Zucker erzeugt. Agrarer macht aber darüber hinaus auch Beratung im Anbau, in der Führung der Kultur das ganze Jahr über. Und etwa 95% machen auch Bodenuntersuchungen, bevor die Rüben angebaut werden. Und mit der Bodenuntersuchung und mit der Schlussanalyse der Zuckerrüben gemeinsam sehen wir sehr gut, ob wir hier richtig liegen mit der Vorschau bzw. mit der Empfehlung oder ob wir vielleicht das ein oder andere Prozent falsch liegen. Und das können wir immer wieder korrigieren und das ist für uns ein sehr großer Vorteil. Bei allen Fragen, die in der Rübenkultur auftauchen, sei es bei der Düngung, beim Pflanzenschutz, bei verschiedenen Kulturmaßnahmen, bei der Beratung des Landwirtes bezüglich Sortenwahl, steht ihm natürlich ein Berater zur Verfügung, sein Gebietsbetreuer oder Rübeninspektor.